So, herzlich willkommen zur Folge 52. Weiter geht's. Für alle, die bei Twitch mit zuschauen, hallo und herzlich willkommen. Wenn die Kamera an ist, bedeutet das, dass ich auch bei Twitch live übertrage. Zugekettet. Okay, das ist wohl hier. So, die Rider Angst vor denen? Kann doch gar nicht sein. Sternchen, ein Sternchen-Mistvieh. Metallrüstung, rechtes Bein. Nehmen wir mit. Plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Da sage ich jetzt mal nicht zu. Das hätte ich mir auch viel sparen können, die Nummer. So, schauen wir mal. Sieht so aus, als ob wir hier vor durch sind. Okay, die Nummer haben wir tatsächlich durch. Ja, raus hier. Den Siedler Bescheid sagen, alles Mögliche an Krimskrams rauswerfen und weiter geht's. Holen wir das Artefakt danach. Bin ich mal der Meinung. So, ich wäre dann soweit. Was musst du denn da so viel laden? Buchrückgabemarke, waren die echt die Rider gebildet oder was? Das kann doch gar nicht sein.
So, kann mir mal einer sagen, wo der Hund ist? Ich ergib mich nicht. Ich habe das schon 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Cool. Ach, geschlossen. Verdammte Axt. Leguan am Stiel. Ich nehme mal Stärke. Dass wir dann nachher ein bisschen Packesel machen können. Schade, dass so ein Kickertisch kaputt ist. Hätte ich ja schon Bock drauf. Mal hier eine Runde zu kickern, beziehungsweise zu flippern. Aber die sind alle defekt. Also die kaputten automatischen MG-Geschütze, die können ein Jahr auf den Zünder gehen. Echt jetzt mal. Das hätten sie, wenn die kaputt sind, sind die kaputt. Feierabend. Das hätten sie sparen können.
Aber ist Hundi immer noch da unten, weil ich gesagt habe, bleib? Da muss ich jetzt mal nachgucken, ob ich den wirklich da gelassen habe. Kann doch nicht sein. Aufgepasst. Komm schon. Nutzen Sie den Notfall. Habe ich den tatsächlich da gelassen? Habe ich gar nicht mitbekommen vorhin. Die Einhaltung der Helmpflicht wurde zur Kenntnis genommen. Jedenfalls hat er schon mal erkannt, dass ich einen Bauhelm aufhabe. Das ist schon mal gut. So, jetzt geht's schon mal dahin, schnell mal ein bisschen was abladen. Ach, wir mussten ja noch zu dem Siedler. Nicht so schlimm, machen wir erst das eine, dann das andere. Hier laden wir jetzt erstmal Schrott ab, den wir nachher brauchen, um dann ein paar noch Siedler hinzubekommen. Aufgepasst. Zack. Ja, Flammenwerfer, den brauchen wir eigentlich gar nicht mitnehmen. Na gut, die macht einen Schaden von 24, schon mal nicht schlecht. Aber ich nehme meine Flinte. 59. Präzisionsschützen. Präzision von 76. Alles nicht einfach. So, Jagdgewehr kann auch raus. So, das passt.
Das lagern wir schon mal ein bisschen ein. Schnellreise dahin. Geht ja Gott sei Dank eigentlich schnell. So, dann berichten wir den Burschen da, dass wir die Rider gesäubert haben. Oh, und dann geht's weiter. Nächste Quest. Dann wird es eigentlich auch mal Zeit, dass wir mit der Hauptquest weitermachen, ist meine Meinung. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben nochmal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Richtig. So, Bürgeraktivist, cool. Die Nummer war super. So, müssen wir bloß noch mit dem schnacken. Wieder Schnellreise. Als man mit Preston immer noch mal reden muss, ist natürlich auch blöd, wenn man jeden Siedler da schon anquatschen muss, dem Bescheid sagen. Eigentlich ein bisschen albern. Aber naja, und was ist ja immer. So. Zack, da sind wir. Brauchst du was? Ich habe die Raider erledigt, die Siedlung bedroht haben, zu der du mich geschickt hast. Die Leute dort haben beschlossen, sich uns anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Irgendwann werden wir wieder stark genug sein, diesen Abschaum endgültig aus dem Commonwealth zu vertreiben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Ja. Damit bringst du unsere Sache voran. Mach ich. Entschuldigung. Ich habe gehört, dass eine weitere Siedlung in Schwierigkeiten steckt. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir können jede Unterstützung brauchen, also sieh mal, was du tun kannst. So, okay. Warum denkst du, wir seien Freunde? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Das habe ich doch gar nicht gesagt, dass wir Freunde sind. Ja? Ich die Betten hier hingestellt? Das scheint so. Aber die richten sich hier schon selbst ganz gemütlich ein, ne? Kann das sein? Ja. Ja. Stehen hier eigentlich genug Betten? Ja, das ist alles eine riesige Müllhalde. Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich jung war. Jetzt machen wir einen. Okay, der pennt.
Oh, die Lampe, die ist weg. Oh, entschuldigt. So, nee, Struktur nicht. Wir werden jetzt hier mal schnell noch ein, zwei Betten bauen. Schade, dass wir hier nicht zwei Betten reinkriegen. Vielleicht siedelt sich ja wieder einer an. Wäre ja schön. Oh, hier hinten kann man noch einen schönen Garten hinbauen. Nee, kann man nicht, weil hier... So einen Plunder benötigen wir nicht. Baum weg. Hey, eine Hundehütte, cool. Ressourcen, Essen. So, vielleicht siedeln sich ja mal ein paar an hier noch. Gehen wir mal rein, ob wir hier nicht einen... Ja, wo geht's denn hier rein? Hier. So.
schnell hier noch zwei Betten hinbauen. Super. So, eine schicke Kommode und fertig. Wisst ihr was? Hier passt auch noch ein Bett rein. Das mache ich noch schnell. So, jetzt können Sie hier ein schönes Schläfchen machen. Ein Fernseher fehlt hier noch. So, Trinity Plaza säubern. Das mache ich jetzt. Dazu gehen wir zu unserer Rüstung, steigen dort ein, flattern schnell dahin via Schnellreise mit Raketenantrieb und dann Trinity Plaza, denke ich mal, wird es da voller Supermutanten wimmeln. Schauen wir mal, wie wir die platt machen. So, und an der Stelle bedanke ich mich mal bei euch fürs Reinklicken. Die Folge ist leider an der Stelle zu Ende. Hab aber eine gute Neuigkeit. Im Anschluss kommt sofort die nächste Folge. Da seht ihr, wie ich die Trinity Plaza säubere. Wenn ihr dabei sein wollt, würde ich mich freuen. Bis dahin, danke fürs Reinklicken. Und da ist auch schon der nächste Supermutant, wenn ihr gerade gesehen habt. Den hole ich mir aber in der nächsten Folge. Bis dahin, wie gesagt, danke, tschüss, euer Olli.